Auch in der Kreisliga A Fulda ist Derbyzeit. Der SV Schweben empfängt die SG Romons. Nicht einmal 5 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Dörfer voneinander und ähnlich nahe stehen sich beide Vereine in der Tabelle. Mit einem Sieg würden beide Mannschaften verhindern, dass Tabellenführer Löschenrot in weite Ferne rückt. Schweben in Rot beginnt von links nach rechts. Nach knapp 45 Sekunden kommt erstmals Romons Michael Ruppert in den gegnerischen Strafraum. Markus Ruppel klärt zunächst die Situation, doch Tobias Hack bringt Robert ungeschickt zu Fall. Schiri Rudolf Weber entscheidet auf Strafstoß. Maximilian Leitschuh tritt an und versenkt die Kugel zum 0:1 in das rechte Eck. 2 Minuten später versucht es Sascha Etzel aus großer Distanz vergeblich. Hack diesmal ohne Probleme. Die Anfangsphase gehört klar den Gästen in Blau. Freistoß Johannes Glüh und Ruppert tritt am Ball vorbei. Eine gute Möglichkeit. Kurz darauf kommt Jestedt über links, bringt die Kugel halb hoch in die Mitte und erneut verpasst Ruppert das 0:2. In der 19. Spielminute kommen die Hausherren erstmals nennenswert vor das gegnerische Tor. Freistoß durch Jens Winter und Markus Reiche scheitert an Marvin Merz und Ritzel klärt endgültig die Situation. Kurz darauf prüft Winter Torwart Merz mit einem satten Schuss aus 25 Metern. In der 23. Spielminute bringt Torwart Hack erneut im Strafraum Etzel zu Fall. Dennis Handwerk steht leider ungünstig vor der Kamera. Schiedsrichter Weber hat jedoch beste Sicht und gibt den Elfmeter. Wieder tritt Leitschuh an, doch diesmal pariert Hack den Schuss mit einem glänzenden Reflex. Weiterhin sind die Gäste am Drücker. Yannick Henkel bekommt im Mittelfeld den Ball und zieht aus 25 Metern ab. Das 0:2 in der 43. Minute. Danach war Halbzeit. Schweben kommt mit Selbstvertrauen aus der Kabine. Balzer hat nur den Torwart vor sich und trifft den Pfosten. Kurz darauf köpft Balzer Felix Häuser an die Schulter. Er fordert vehement Handspiel und kann froh sein, dass er hier nicht die gelbe Karte sieht. In der 60. Spielminute sieht Tobias Hack erneut schlecht aus und Jestedt hat das entscheidende 0:3 auf dem Fuß, fackelt aber zu lange. 75. Spielminute. Mirko Kekule hat nur noch Keeper Merz vor sich, behält die Ruhe und verkürzt zum 1:2. In den letzten 15 Minuten passiert jedoch nichts Nennenswertes und Romatz nimmt mit etwas Glück, aber unterm Strich verdient die 3 Punkte mit nach Hause. Romatz Trainer Ingo Jöckel mit den Worten zum Spiel. Ja, es lief natürlich von uns recht gut von Anfang an, gleich den Elfmeter, den wir zum 1:0 verwandelt haben. Dann haben wir die Chance, das 2:0 zu machen, einmal schon durchs Spiel raus selbst, dann verschossener Elfmeter, dennoch schöner Weitschuss kurz vor der Halbzeit, das 2:0. Und dann muss man eigentlich nach der Halbzeit den Sack zumachen. Schweben war immer gefährlich. Schon erste Halbzeit waren 3-4 Situationen meist aus Standard oder Ecken, wo wir eben hinten Probleme hatten, wo sie auch das ein oder andere Tor hätten machen können. Zweite Halbzeit mussten wir eigentlich das 3:0 nachlegen. Und da standen wir eigentlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten, haben die Konter nicht so gefahren, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und so ist es halt nochmal spannend geworden durch das Anschlusstor in Unterzahl. Aber letztendlich, glaube ich, geht der Sieg in Ordnung.